Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Klatzen-Simulator. Nein, Quatsch, vor mir steht der Jack Fleischhammer und wir sind immer noch in Starforge. Hallo Jack. Hallo Minias. Deine Arme halten sich ein bisschen merkwürdig, aber ich finde, es gibt noch schlimmere Spiele. Ja, wir haben hier eine zweite Kiste noch gebaut in der Nacht. Da haben wir noch ein bisschen mehr Kram abgelegt. Also pro Kiste kann man 6 verschiedene Sorten reinlegen und dann wahrscheinlich so viel, wie man will. Wir machen uns heute auf einen Weg und zwar, ist der Beacon eigentlich noch da? Ist er nicht. Nee. Gut, dass wir noch drüber gesprochen haben. Dann setze ich den mal hier. So. Da haben wir jetzt einen lila Beacon. Ja, passt. Wir machen uns heute auf die Richtung da hinten, wo es so weiß ist. Das könnte nämlich Schnee sein, spricht Wasser in die andere Richtung. Da, wo ich jetzt stehe, gucke. Da. Ach, also doch da lang. Na gut. Ja, genau. Ja, okay. Gut, also, was ist passiert? Nee, ich bin runtersprungen. Okay, ich wollte nicht springen, weil ich nicht weiß, was man so aushält. Was mit den Viechern? Jetzt, nehmen wir die mit? Nee, jetzt machen wir erstmal zu den Bergen und dann können wir auf den Rückweg machen, weil... Okay, wir machen so doch. Okay, nein. Bam, aus der Luft. Bam. Oh, was hat der? Graphin-Ingot, Monochilium-Ingot. Aber dann sollten wir uns wirklich auf den Weg machen, weil wir brauchen unbedingt Sand und wir brauchen... ne? Komm, wir springen. Geht los. Ich bin ein Hase. Boing. Boing. Also... Wir müssen dazu sagen, die letzten beiden Folgen kamen jetzt an jedem Tag jeweils eine, ne? Ja. Also wir haben heute Freitag und wir haben vor, die ersten beiden Folgen Samstag und Sonntag zu bringen. Das werden wir nicht auf Dauer durchhalten, das halt haut einfach zeitlich nicht hin. Wir wollen es so machen, dass wir das alle 2 Tage bringen. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und wie ihr das Spiel mögt und ob ihr davon mehr sehen wollt. Ja. Und wenn nicht, spielen wir es für uns und ihr seid einfach nicht dabei. Genau. Einfach ohne euch. Ja. Bam. Bam. In your face. Ah, jetzt habe ich übrigens das auch mit dem, dass das Gras nicht auftaucht so schnell. Ja, ne? Weil ich einfach zu schnell bin. Faster than light. Jetzt kommt noch ein Baum, der sich materialisiert vor mir. Bist du hinter mir? Quasi. Okay. Oh, flieg. Nee, doch nicht. Hüp. Dann hat man eigentlich Infinite Stamina. Sieht so aus, ja. Also kann aber irgendwann nicht mehr springen jetzt, komischerweise. Das ist weit berghoch, glaube ich. Hier ist Schnee, guck mal. Oh, Schnee, machen wir jetzt Wasser? Oh, Water. Ich hab's doch geahnt. Schön Wasser mitnehmen, schön stapeln. Da müssen wir direkt noch eine Kiste zu Hause zimmern. Oh, man kriegt auch ordentlich mit. Was denn? Wo bist du? Ah, hier, Water. Okay. Ja. Geil. Dann haben wir nämlich auch schon mal einen Grundmaterial. Wozu auch die Hand benutzen, aber... Ja. Wenn man uns hier nicht rauszimmern kann. Oh, langsam kommen wir. Ja, wir machen einen Iglo, bauen wir. Ja. Oder eine Kühlkammer. Wir brauchen noch Sand. Naja, siehst du hier irgendwas hier drüben? Was ist denn das hier? Ist das Sand vielleicht? Clay. Okay, Clay nehme ich auch mal mit, wofür wir es auch immer brauchen können. Wir müssen uns unbedingt einen anderen Bohrer machen. Weißt du, der besser abbaut. Absolut. Wir konnten noch diesen Titanium-Bohrer oder so. Ja. Natürlich noch ein bisschen üben. So, wie viel hat der jetzt hier? Ich guck mal kurz aus, was der Titanium-Drill. Da brauchen wir 25 Oil, Titanium-Ohr und Sandstone. Also, wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr, bevor wir so ein Ding bauen können. Aber es ist ja auch ein Survival-Spiel. In welche Richtung gehen wir, dass wir an Sand kommen? Ich meine, die Weitsicht ist ja schon beeindruckend. Das war kein Sand da, wo du gerade hin warst. Das ist kein Sand. Das war Clay. Clay, ja. Clay ist jetzt so. Ja, gut. Geht hier eine Lawine los oder was? Lass uns mal gucken, ob wir noch irgendwo Sand kriegen, bevor es wieder Nacht wird. Was ist hier? Wollen wir mal in die andere Richtung? Stone. Das ist Stone, würde ich sagen. Hier nach rechts, würde ich sagen. Echt? Okay. Ja, da hinten siehst du, was das Gelbes am Horizont. Ja, genau. Das könnte natürlich auch Sulfur sein, aber wenn nicht, müssen wir am nächsten Tag jetzt auch nicht so negativ. Ach, da brauchen wir trotzdem Sand, ne? Okay, wir sprinten einfach permanent. Ich glaube, das Springen geht auch nicht immer, kann das Boing. Sein? Boing. Kannst du springen? Weil ich kann nicht springen. Nee, krieg grad nicht. Warum kann man denn nicht? Jetzt geht's. Da muss man echt aufpassen. Da hinten doch ja, ziemlich sieht sandig aus. Ja, genau. Da gehen wir jetzt mal hin. Hörst du das? Rechts? Ich habe auf dem rechten Ohr habe ich so ein... Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Das ist wohl wieder Clay, gehe ich mal fest davon aus. Da oben, das könnte Sand sein. Bitte lass es Sand sein, das wäre cool. Und so richtig gelbe Klumpen, wa? Doch, das sieht aus wie Sand. Das ist bestimmt Sand, da können wir schon mal Grundlagen. Boah. Das sieht aber auch ein bisschen cool aus hier. Was ist denn das? Das ist bestimmt Sulfur. Geh mal gucken. Es ist Sand. Hier ist bestimmt Sandstone. Das ist gut. Das ist nur Stone.
Und das Gelbe? Big Boy. Da hinten ist was Braunes, können wir auch nochmal gucken. Und wir müssen auf. Sieht man eigentlich irgendwo Sonne oder so? Ist immer so bewölkt hier. Ich glaube, die kann ich nicht abbauen. Ja, das kann. Das kannst du haben, wie du immer so schön sagst. Es gibt Sachen, die kann man ja nicht abbauen, nee. Da braucht man besser einen Bohrer zu. Komm mal kurz mit. Probieren wir jetzt, warte. Okay. So sicherheitshalber. Hier links, siehst du das? Da ist nochmal so was braun-rot-bräunliches. Komm mit. Folge mir. Ja. Und immer wenn du aufkommst, mal so kurz mit dem Bohrer in den. Während des Rennens, meinst du so? Ja, so. Einfach unterwegs mal Sand. Immer mal im Boden gucken. So, hier ist sowas. Hier ist was im Boden. Was ist das denn? Wow. Das ist nochmal Sand. Sandstone. Sehr geil. Ah, okay. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mehr mit. Oh, ein Königreich für ein. Jetzt habe ich den Spawnfield. Ah, jetzt geht's wieder. Packen wir jetzt auf jeden Fall die Taschen voll. Was baue ich denn hier ab, Welt? Ich höre doch dieses Geräusch. Aber verändert sich die Welt nicht, hä? Oder bist du das? Ach nee, jetzt. Nee, bei dir geht's schon kaputt. Oh, ist das schwierig, man rutscht manchmal so im Berg. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, diese Folge werdet ihr an einem Dienstag sehen, da müssen wir nachher mal drüber sprechen. Entweder kommt der direkt am Montag und dann alle zwei Tage, das besprechen wir noch. Also entweder ist für euch heute Montag oder es ist Dienstag. Wir werden es sehen. Ich finde es bis jetzt cool. Absolut. Es ist vielleicht grafisch nicht ein Highlight, aber spielerisch macht es sehr viel Spaß. Also noch. Oh, guck mal hier, über uns, das ist sowas hier. Ich gehe mal dahin, das sieht aus wie Schwefel oder so. Ja, sowas. Guck mal, wenn das Sulfur ist, das ist ja eine coole Sache. Ich mache hier noch ein bisschen Sandstone, klar. Ja, Sulfur. Yay, mach leer. Oh, wir können es lichter machen, ne? Ja. Mach du noch ein bisschen Sandstone und. Oh, der stinkt aber. Hier ist irgendwie so Partikel, die da fliegen. Ja, hier beim Sand aber auch. Und die Schweine, die sich. Das ist ein Erdschwein, das wollte sich jetzt eingraben. Oh, Sulfur. Ich bin gespannt, wie viel man so mitnehmen kann davon. Ich nehme auf jeden Fall Sulfur mit. Das war 63 Sandstone. Sandstone. 88 habe ich schon in der Tasche. Naja. Einfach mal machen, Mann. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Kisten machen. Wir müssen aber erstmal einen anständigen Raum bauen. Weil da ja, oben ja, wir Berg, sollten da unten halt irgendwie, ja, uns nochmal in die Tiefe ein bisschen. Okay, Sulfur habe ich jetzt eine Menge. Ist ja die Frage, ob wir das hier viel cooler wäre, wenn wir hier auf dem Berg bleiben, eigentlich. Aber jetzt haben wir unseren Kram dafür. Ah, ist schon richtig. Langfristig gesehen, wo liegt das Tal, hier zwischen den beiden Bergen echt cool finden. Ich finde so, wenn du so eine Weitsicht hast auf die Umgebung, dann sieht das so fast fotorealistisch aus. Weißt du, was ich meine? Also wenn du nahe kommst, hast du ja schon diese so ein bisschen Grafik verbuggt und... Ja. Weißt du, so... Ich weiß, was du meinst, wo bist denn du? Bist, hast du dich eingebunden? Quasi. So, ich hab Sulfur. Wollen wir uns auf den Weg zurück machen und vielleicht noch in dieser Folge ein bisschen was... Weißt du, was erzählen? Ja, können wir machen. Ja. Wie viel Sandstone? Guck mal, hier unten sind noch Viecher. Die machen wir jetzt erstmal platt. 79 Cent, 132 Sandstone. Wo ist denn hier unten? Wo bist du denn hin? Ich bin runter den Berg ein bisschen. Siehst du mich nicht? Ich spring mal. Nee. Okay, warte, ich komm nochmal zurück. Ist die Luft, mein Freund? Ja. Ist die Luft? Was ist die Luft? Wenn du rennst und springst und rechts dieses Geräusch hast, ist die Luft. Ja, in deinen Ohren. Meinst du, das soll so ein bisschen der Wind sein? Ja. Ah, ja. Richtig. Machen wir die Viecher platt, oder was? Ja, ja, klar. Guck mir den Gute an. Mal. Also das Inventar, das eigene scheint ja schon mächtig zu sein. Ich will nur nicht wissen, wo es hinsteckt. Da oben sind... Komm zurück! Lauf den Berg runter! Lauf den Berg runter, bitte! Panik! Ach, da ist er. Ich kann mir sehen, links von mir, wa? Komm. Wir machen uns zurück. Kein ja, Risiko. Es ist schon wieder Zeit hier, oder was? Ja, weil... Wow, was für Sprünge du machst, Mann! Und wie du abfederst, geil. Ja. Und wow. Gegen Berg. Ich hab mir ein bisschen den... Mir auch.
Ich bin ein bisschen in den Berg geklatscht. Oh, und schon wieder. Nein. Ah, das reicht. Oh, das, aber es macht keinen Schaden, oder? Nur ein bisschen. Ja, doch. Ja, gut, ja. Flieg. Ach, statt die Beine. Da unten jetzt immer ein bisschen runter. Und. Ah, man darf, glaube ich, nicht weiterrennen, wenn man gesprungen ist. Weißt du, was ich meine? Sprinten, losrennen und dann nur noch nach vorne drücken. Oh. Gehen Richtung. Ah. Wo ist unsere Basis? Ja, wo hast du den Beacon gesetzt, Mensch? Da war noch ein blauer Strahl. Ich sehe nur einen roten. Naja, in der Nähe auf jeden Fall. Warum ist der weg? Wahrscheinlich hat er nur eine gewisse Lebensdauer. Oder unsere Basis ist gefressen worden. Oh, das kann's haben. Es wird schon wieder dunkel, ey. Dieses Spiel. Aber wir können jetzt hoffentlich Sulfurlichter machen, oder? Ja. Eigentlich Sulfur. Hier sind diese Neonröhren-Dinger. Hier ist er. Wo ist er? Siehst du ihn? Ja. Ich sehe dich, aber ich sehe den blauen Strahl. Nee, den sehe ich nicht, aber unsere Base quasi. Okay, ist egal. Es regnet schon wieder und es wird dunkel. Irgendwie erinnere mich das an Banished, da hat es auch ständig geregnet. Ja? Ja. Ein deprimierendes Spiel. Ja, gut, wenn man die Zeit schneller gestellt hat. Nein, das Spiel ist schön. Ich mag die Grafik irgendwie langsam wird's. Die Zuschauer so, pfui, was magst du an der Grafik? Nee, das Spiel ist irgendwie interessant durch diese Vielfältigkeit. Das hat sich hier verändert. Was? Ach, das verändert sich gerade immer noch. Ach, okay. Oh mein Gott. Aber. Stopp, nicht wieder rückwärts. Runter. Nein. So, oh, jetzt springen. Also wir müssen, am besten bohren wir uns in den Berg rein, oder? Oder, naja, ist schwierig. Wir müssen ja was drüber bauen. Also wir müssen auf jeden Fall den Mist erst gerade kriegen. Ja. Ah, Collect-Container. Doch, ich könnte ihn aufnehmen. Wenn ich weiter wegstehe, dann kann man es aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch mit dem Holz unten. Wahrscheinlich muss ich einfach weiter wegstehen. Was hat hier für ein... Das ist ja immer noch diese... Pass auf. Wir machen jetzt erstmal Lichter. Weil wenn es gleich Nacht wird, dann ist blöd. Good idea. Lichter gehen mit... Take use Sulfur. Iron Ingot fehlen mir. Wo sind die drin? Jetzt sehe ich hier auch Dark Sulfur. Iron Ingot habe ich. Wie viele Lichter soll ich mal machen? 3 Stück? Oder erstmal 1? Drei. So viele wie geht, oder? Also Licht ist wichtig. Ja, vielleicht brauchen wir das Eisen noch für was anderes. Ja, Eisen haben wir hier noch. Nee. Wenn wir denn Iron Ingots haben wir nur 7, habe ich gerade. Ja, aber wir brauchen ja Steel Ingots, um dieses Ding zu machen. Und dann stehen wir hier auf dem Eisenberg, also. Echt? Ja. Okay, gut, ich mache mal 2. Ja. Das ist ein Kompromiss. Und dann setze ich die hier und dann können wir nämlich auch in der Nacht aufnehmen. Und die Zuschauer sehen auch was. So, 5. So, einmal ein Licht, für den Licht. Da. Oh, ist das schwierig. Wir müssen unbedingt diesen Berg begradigen. Das ist. Aber unten setze ich noch eins hin. So, wie viel Sulfur haben wir eigentlich? Weiß ich nicht, ich habe ordentlich eingesammelt. Super. Wieso? Ach, wir brauchen immer noch Öl. Scheiße. Ja, um Pistolen am Ammo. Jetzt hinter dir nochmal Licht. Also. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Ich mag diesen Grafiklook irgendwie. Diese abgekrabbelten Kisten, auch schon unten das Holz, das versuche ich jetzt nämlich mal einzusammeln. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ist da unten überhaupt was uns irgendwie gefährlich wird? Nur ein... Oh, was war denn das? Warst du irgendwie an dem Beacon oder so? Nee. Hattest du Clay eingesammelt? Ich glaube auch, ja. Nee, also da unten, das ist verloren, unser ehemaliger Eingang. Nein. Oh, was ist das? Also ich weiß, was es ist. Mensch. Was ist das? Oh, ich werde angegriffen. Oh, fuck. Ach, der ist hier oben. Nicht sterben. Hau ab damit. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Ich bin so gut wie tot, oder? Ja, ist ja hier im Bett, mach dir keine Sorgen. Nee, aber ich habe doch den Kram in der Tasche. Ach so. Warte mal, schnell was zu essen. Mist, was ist denn ein scheiß Clay jetzt hier? Bringst du das Viech jetzt hier mit? Nein, ich renne um den Berg rum. Der Berg ist so eine sinnvolle Idee. Kommst du klar? Wollen wir nicht hier alles zurücklassen und uns irgendwo... Nee, wir bleiben hier, wir lassen uns nicht vertreiben. Das ist unsere Hut. Ach, das bist ja nicht du. Ich bin jagt was anderes. Ah. Ich bin oben wieder. Wow. Es kommt, glaube ich, wieder hoch. Ich glaube, bist du da unten und kämpfst? Ja. Vielleicht hast du Sachen in der Tasche? Ja. Spring hoch zu mir. Komm wieder in meine Richtung, damit du wenigstens in der Nähe stirbst. Ich helfe dir jetzt, oder? Scheiß drauf. Ah.
Ich komm zu dir. Wir machen das Vieh platt. Oder es macht uns platt. Das sehen wir gleich. Ich hab's abgeschüttelt oder was? Wo ist es? Nee, es ist tot. Wow. Nee, es ist nicht tot. Es ist. Ach, hier. Ich seh's. Okay, es ist tot. Yeah. Jetzt ist es tot. Oh, ich komm da. Also, auf dem Berg hoch ist schwierig. Herr Fleischhammer, ich würde sagen. Mhm. Wollen wir alles einpacken und uns umziehen? Also langfristig, umziehen? Ja, müssen wir machen. Aber nicht in der Nacht. Nee, nicht mehr jetzt, nee. Okay, ich loote noch schnell den Kram. Wir haben so viel scholle Sachen schon gelernt. Was ist denn das hier? Door, Garage Door. Glaube ich, habe ich schon. Willst du aufnehmen? Kommst du an das Vieh ran? War gerade schon dran. Weil ich glaube, Garage Door habe ich schon. Nein, geh doch hier hoch und mach doch. Nee, also hier in der Richtung ist Schrott. Ja, man kommt hier so blöd hoch. Das hast du das Garagentor? Ja. Also ein Blueprint fürs Garagentor? Ja. Wird schon wieder Nacht und ich sehe nur Schemen und ich komme diesen verkackten Berg nicht hoch. Vielleicht sollten wir doch da unten am Berg unsere Basis ausbauen. Einfach noch ein bisschen in die Erde buddeln. Aber es ist halt, wir können es aber auch hier schräg runter buddeln, oder sehe ich das falsch? Jetzt siehst du schon richtig, nur langfristig hier immer hoch zu eiern ist echt doof. Oder? Hast du wahr, ja. Was machen wir jetzt? Ja, machen wir jetzt, Freunde. Wir sind doch ohne. Also wir könnten prinzipiell alles einsammeln. Wir könnten ja unsere... Ich könnte mit ein bisschen Clay, könnte ich hier so ein, was ist das? Blast Changer machen, oder? Wie heißt das Ding? Was macht Blast der Blast? Blast Charge. Das ist ein Forging Terminal. Ach nee, das brauche ich dafür. Place explosive with small blast damage and... Radius, okay. Also Fakt ist, es wird wieder dunkel, ach aber so, das ist okay. Positiver Aspekt, wir haben Licht. Der Wind hat mich hier gerade geschubst oder was tut das? Ich war das, ich glaube, ich bin noch nicht gestoßen. Ah, aber auf jeden Fall, Fakt ist, dass dieser Berg hier Schrott ist. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn wir hier ein bisschen vom Berg... Hinter uns! Oder? War das... Da siehst du das Gelbe? Oder ja. Ist das... Ja, aber es kommt nicht auf uns zu. Es kämpft wieder das mit den Würmern. Spielt Würmerball. Ja. Glühwürmchen Hockey. Ui. Ui. Geil. Der geht ab. Mach langsam. Mach ruhig da. Oh, der hört auf zu leuchten. Ich glaube wirklich YouTube. Ihr macht hier denn die Dinger? Bin ich auch. Nee, es war eine Ironie. Naja, was. Also, Problem ist, hier ist zu hügelig. Hier kommt man schon mal. Kann man hier nicht einfach. Ja, aber das. Das können wir doch jetzt hier niemals alles gerade machen und dann fällt doch die Kiste bestimmt nicht hinterher. So vielleicht auch, das glaube ich, weil der Baum fällt ja auch hinterher. Na gut, dann probieren wir mal. Meinst du, wir probieren das mal? Was soll das? Aber ich hole mal das eine Licht hier hoch, weil da unten bringt es mir nicht viel. Ja. Komm. Okay, habe ich. Boah, ist das schwierig. Machen wir uns nochmal ein bisschen mehr Licht. So, wo habe ich jetzt... Habe ich das so vier? Ne, ich habe es irgendwo wieder in der Tasche, das Lichtchen. Also, das Menü ist noch ein bisschen unübersichtlich, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Kann ich jetzt... Ah, geil. Pass mal auf. Ne, das ist nicht schön. Was denn? Kannst du, warte mal. Geh mal nochmal ein Stück zurück. Ich muss erst wieder das Licht setzen. Boah, ich habe Wasser gesetzt. Okay, so. Ja, das kannst du. Du kannst mit dem Bohrer, was du aufsammelst, mit links kannst du auch mit rechts setzen. Also ja. Das wird damit einfach gerade machen irgendwie? Ach, guck mal, jetzt. Siehst du? Ja, gut, wir können es mit Dirt oder sowas machen, aber ich wollte ja, dass die Kisten runterplumpsen. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Also hier den Berg wäre ganz schön, wenn wir den wegkriegen würden. Ich lege mal meinen Schlafsack zu deinem. Dann können wir hier oben nämlich noch ein bisschen wegarbeiten. Was war das? Da war die Kiste. Also ne, war hier so ein bisschen Berg. Perfekt, in die Kiste hier hauen. Ach, Bohren braucht Energie? Echt? War gerade Gefühl. Aber der Bohrer bohrt doch. Na gut, man kurbelt das Ding zurück, ne? Ja, eben. Sag mal, ich kann meinen Schlafsack nicht setzen. Das ist so blöd da unten irgendwie. Ist das vielleicht nicht gerade genug? Oder ist es zu nah an meinem? Auch manchmal. Ah doch, jetzt habe ich neben dran gesetzt. Alles gut. So, ich helfe dir, mein nackischer Freund.
das monotone Schlagen der... Hämmern des Hammers. Das Fleischhammers? Guck mal, ich hab die Kiste jetzt, glaube ich, untergraben. Du. Echt? Da hinten noch, in der Mitte vielleicht noch. Wir probieren jetzt mal, ob die absackt. Wenn die nicht absackt, dann suchen wir uns einen anderen Platz. Dann machen wir einen neuen Spielstand. Guck mal, kann ich, ist die Frage, kann ich die Kiste samt Inhalt aufnehmen? Nee, weißt du was? Warte mal, ich kann doch die Container aufnehmen. Moment mal. Wir müssen uns woanders Platz machen, wo wir die Kisten erstmal vorübergehend hinstellen können und dann... Ja, probier. Vorbei. Da kommt ja noch so ein Vieh oder das ist ein neues Vieh oder... Ach nee, das wird nur gestukt. Gut, dann nehme ich jetzt, gehe ich mal in einen Container. Hast du hier Erde gesetzt? Ja. Okay. Ich nehme mal den Kram, der in dem Container ist, auf. Hallo. Was denn? Kommt da einer? Ja. Ich bin runtergefallen. Der ist oben bei uns. Oh. Aber das Gute ist, er schlägt mich nur in den Boden und er ist platt. Ich hab ihn. Weil ich einen Jute getroffen hab. Mist. Wow! Hast das ist doch einer. Der spielt mit mir Hockey. Nicht Menschenhockey spielen hier. Oh, krass, das ist schlecht. Ich warte jetzt hier oben, gell? Weil. Ja, ich komm gleich nach. Dann. Respawn at base. Wir sind auch bei 21 Minuten, Kollege. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Container hier aufnehmen, wenn ich hier aus dem. Wow! Ich habe doch beide Container gesetzt, oder? Wieso kann ich den jetzt schon wieder nicht nehmen? Wahrscheinlich, weil er voll ist. Nee, ich habe den ja gerade leer geräumt. Ach so. Den kann ich aufnehmen, den ersten nicht. Kannst du den? Wahrscheinlich, weil dein Inventar voll ist. Collect, ich hab ihn. Also wir müssen hier irgendwie Platz machen. Oder wir buddeln uns unten im Berg. Was hältst du davon, wenn wir uns unten, wo wir angefangen haben zu buddeln, reinbuddeln? Nein. Wenn wir jetzt buddeln, dann würde ich dahin gehen, wo wir den ganzen Sandstone hatten und den Sulfur. Und Steine. Weil besser. Weil mehr Material. Und okay. Eisen können wir hier immer noch holen, sozusagen. Da hast du recht, absolut. Dann packen wir unsere Sachen zusammen und ziehen um. Aber das erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil von Starforge wieder. Und das aber dann erst übermorgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi.